erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht, aber nicht den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur den Verlust seiner lieben Gattin erlitten, aber nicht die Vox Populi vertrieben, es wäre genug gewesen. Eieiei. Okay, die sind von diesem Propheten ganz schön überzeugt. Mal gucken. Alle in weiß gekleidet hier. Alter Schwede. Tritt in den Kreis. Okay. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Ruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Halleluja. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geläutert. Halleluja. Werde geläutert. Ja, lass mich mal. Lass dich taufen, um die Stadt betreten zu können. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg! Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Ich trau mich gar nicht, die Tür zu öffnen. Was ist denn? Der Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertrinken machen. Ich muss mir mal einen Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Vater Franklin, finde die Columbia-Statue, Vater Washington und Vater Jefferson. Über alle anderen Nationen erheben soll. Vater Jefferson erhebt auf das. Achso, hier sehe ich dann, wo ich lang muss. Achso, cool. Ja, damit nochmal willkommen zu Bioshock Infinite. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Mhm. Oh, ein Apfel. Erstmal essen. Boah, wie das aussieht. Alter Schwede. Der du den Gulliver überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Schütze meinen Geist vor Furcht und Zweifel, auf dass ich allen Eindringlingen standhalte. Vater Washington, erhöre mich. Volle Garten Eden hier. Alle so fromm.
Na, wie sieht's aus, Jungs? Moin. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchtfeuer sein in der Dunkelheit. Vater Jefferson, erhöre mich. Mhm. Oh, guck mal, ein Kolibri. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Huch, wo ist er hin? Da. Beim Schwert und der Rolle und dem Schlüssel. Oh, wie süß. Amen. Ja, dann... Zufall gibt noch Glück, nur Vorsehung. Und dass du schauest, ihr göttliches Wirken, erkennest das Überirdische. Deine Inspiration und Imagination übersteigen bloße Wissenschaft und öffnen uns die Augen für das Mysterium. Vater Franklin, erhöre mich. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltliche Gebirge in Flammen hüllen. Das haben wir ja schon... Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Ja. Also gut. Da gebe ich. Ich muss das Mädchen finden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Okay, wir müssen irgendein Mädchen finden. Und Idioten werden hier bestimmt wohnen. What the fuck? Ich kriege meinen Mund gerade gar nicht zu. Diese Bioshock-Momente, ne, die sind immer so grandios gewesen. Und das zählt auf jeden Fall dazu. Das ist ja geil. Eine fliegende Stadt. Ich habe gerade irgendwie Gänsehaut. Oh Gott. Dass die Stadt fliegt, muss nicht heißen, dass es keinen Idioten drin wohnen. Ja, das stimmt. Hallo, mein Freund. Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Verdammt lästig, wenn Gebäude nicht rechtzeitig andocken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Ach, Gebäude andocken. Ah, das ist ja krass. Ach, da muss man auf das Gebäude warten. Hallo. Popcorn nehmen. Na, ich möchte jetzt ungern hier was wegnehmen. Obwohl, warte mal. Ah, okay. Stört ihm gar nicht. Ich dachte, der... meckert dann, dass wir was weggenommen haben. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Oh, wie geil das aussieht. Alter Schwede. Huiuiui. Da kann uns noch einiges erwarten. So. Hallo. Kann ich... Ach nee. Ein kleiner Zeitungsjunge. All of Columbia celebrates. Aha. Alle sind in voller Aufreude. Das wird wahrscheinlich unser Comstock sein. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Ah, ja. Ah, wie die redet. Würden gibt's nicht für einen Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche. Nur Pflichten. War der nicht doch gerade... Aber dein Zwillingsbruder trägt da hinten Zeitung aus. Der sieht doch genauso aus. Okay. Ich sag dir, Salton Stall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Mhm. Also scheint hier irgendwie eine Feier... Boah, wie geil, das Schienensystem ist ja cool. So, was haben wir denn hier? Davy, Doki. Ah, okay. Waren hier die ganzen Arrival Times, Depuis Times. Ah, so. Waren hier die ganzen Gebäude andocken? Das ist ja geil. Aber alles, was ich ja schon mal bei Bioshock immer so geil fand, ist halt immer, alles hat Hand und Fuß und auch wie das alles funktioniert und tralala. Und es hat alles auch einen Sinn. Ne? Nicht so wie bei anderen Spielen oder so, wo man sich dann zum Beispiel, sagen wir mal, das Spiel wäre jetzt von jemand anders so, wie dockt jetzt das Schiff hier an? Das gibt alles Hand und Fuß und alles hat Sinn. Das ist immer so geil gewesen, auch bei Bioshock 1 und 2. Sie Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere, launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage eben, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Der Brunnen ist voller Regenwasser, Herrgott. Nicht mal die Ringelblumen sind gepflanzt. Alles Arbeiten, die schon vor Monaten hätten fertig sein sollen. Die Ringelblumen? Aha. Und wissen Sie, was dieser Mensch zu mir sagt? Dass er müde sei. Dass ihm die Arbeit ausgelaugt hätte. Ich sage, guter Gott, Mann, verschonen Sie mich. Arbeiten Sie. Mhm. Knetus, Knetus, guck. Hier sind so viele
Sind sie bald fertig da unten? Es sind so viele Sachen, die man hier auswählen kann. Ich probiere erstmal das hier. Und der Erzengel offenbarte mir eine Vision. Eine Stadt, leichter als Luft. Ich fragte ihn, warum zeigst du mir das, Erzengel? Ich bin kein starker Mensch. Ich bin kein aufrechter Mensch. Ich bin kein Heiliger. Er aber sprach jene wunderlichen Worte zu mir. Du hast recht, Prophet. Doch wenn einer wie du Gnade erfahren kann, wie kommt es, dass niemand sonst sie in sich findet? Boah, krass. Muss ich das mal vorstellen, in der Luft zu leben. So. Aha. Das Wort des Propheten präsentiert Vater Comstock. Inmitten des düsteren Sturms. Sieh, der große Prophet, hellen Sonnenschein voraus. Was wird der große Prophet als nächstes offenbaren? Unser Prophet. Der wird ganz schön hier hochgepriesen, ne? 1 von 37 Touristen, Klamotten. Oh Gott, da haben wir noch genug zu tun. Eieieiei. Also da ist nicht mal eben was mit Autofahren oder so, ne? Überleg mal, du hast so einen Termin beim Arbeitsamt und das Arbeitsamt ist da oben und du stehst hier. Ja, wann kommt denn das Arbeitsamt hin? Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Was ist das denn da? Achso, so ein Schatten. Ah, guck mal, die Kinder spielen da, wie geil. Guten Tag, Sie sehen fit aus. Ja, bin ich auch. Gerade noch deftig gegessen. Boah, wie cool das gemacht ist. Alter Schwede. Da verliert man sich ja hier in dieser Welt. Was ist das denn? Zur richtigen Veranstaltung zu gehen, ist nicht leicht. Boah, wie cool das ist, Alter! Wie geil! Aber Idioten wird es hier definitiv geben. Gibt es in jeder Stadt. Das wirkt mir alles schon wieder zu normal und zu friedfertig hier alles. Und wir müssen irgendwie ein Kind finden. Columbia Jahrmarktverlosung, da bin ich mal gespannt. So, was haben wir hier? Ich guck nochmal eben. Boah, krass. Das ist schon cool. Ich mag sowas, wenn so Spiele so in einem Bann ziehen, also dich in einem Bann ziehen und dann du alles um dich herum vergisst. Boah, wenn ich das in VR spielen dürfte, wäre das ein Traum. Beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Vor allem, ich frage mich, wenn die Stadt ja hier, die ist ja in der Luft am Schweben. Milde Temperaturen bei leichtem Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Auf Treue und Glauben, Geld in den Korb legen, die Gründer segnen dich. Ich nehme lieber Geld raus. Da sollen sie mich mal segnen. Ich frage mich die ganze Zeit, die Stadt ist ja im Himmel, also die schwebt ja hier mit technischem Know-how und tralala. Aber wie... Kann ich das Telefon benutzen? Nee.
das Radio kann ich ausschalten, okay. Ich schalte es mal ab. Wie haben die denn angefangen zu bauen in der Luft? Weil da kannst du nicht mal eben mit so einem Kran und mit so einem Bagger und so einem Kipplader einfach mal irgendwie hier anfangen zu bauen. Wie? Oder haben die einfach angefangen, unten auf der Erde zu bauen und die Dinger dann nach oben zu schießen? Oder? Wer ist dieses Mädchen? Ach, hier. Der falsche Hirte will das Lamm nur auf Abwegen führen. Mhm. Schauen wir mal. So. Das Wort des Propheten präsentiert Vorsicht vor dem falschen Hirten. Der falsche Hirte wird unser Lamm auf falsche Abwege führen. Wer ist der falsche Hirte? Ist es er? Er? Ist es er? Oder er? Bist du es? Nur unsere Wachsamkeit schützt das Lamm vor den falschen Hirten. Ende. Was ich mich frage, wohin gehen die Abwässer? Da gibt es bestimmt auch eine gute Erklärung für, denke ich mal. Vielleicht kommen wir ja da... LOL! Wo ist das denn? Wie geil ist das denn? LOL! Gerade total überwältigt, wie cool das ist. So, was haben wir? Oh, guck mal, Silvesterraketen. Fireworks Special. Fassüßung. Okay, ist nichts drin. So, was haben wir hier? Sardinen essen, gibt Gesundheit. Kaffee trinken plus Salz. Machen wir mal mit. Erdnüsse, Gesundheit. Ich esse das mal alles. So, was haben wir denn hier? Albert Fink präsentiert Good Only Knows. Die Musik von morgen, schon heute. Das sind so Sprüche wieder, die man kennt von Bioshock. Oh, ich fühle mich hier direkt wieder wohl. So, Kiste ist nichts drin. Black in 5 Minutes, also Back in 5 Minutes. Okay, so. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Mhm. Ach, guck mal, die fahren wieder weg. Ach, wie geil. Ah, das ist schon geil, ist schon echt geil in Szene gesetzt, also, boah, krass. Und wir haben noch gar nicht richtig gespielt, wir laufen hier einfach nur rum und gucken. Und beklauen hier, oh. Ah, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie. Ah. Telegramm für Sie, Sir. Da ist er wieder. Der Zwillingsjunge. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop. Was immer sie tun, nicht Nummer 7710, Stop. Tess, was zum... Gehen Sie nach Monument Island und finden Sie das Mädchen. So, Moment, kleinen Moment, ich weiß, ich nerv schon wieder. Ich muss das ein klein wenig lauter machen, die Stimmen sind so leise. So, das ist schon besser. Ah, der Turm beschützt das Lamm vor dem falschen Hirten. Ich glaube, wir müssen zum Turm, aber wo ist hier ein Turm? Naja, werden wir bestimmt rausfinden. Hallo, Sir. Schicken Hut. Mit Schirm, Scham und Melone. Oh, können wir hier gucken? Oh, warte mal. Teleskop benutzen. Kann ich auch zoomen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die zwei von denen, weil ich gerade hier unten auch so ein Pärchen sehe, die zwei auf dem Ruderboot, die waren mir auch nicht so ganz suspekt. Oh, guck mal, da ist Feuerwerk. Die Frage ist, wo ist der?
Frage ist, wo ist der Turm? Naja. So. Alive with Vigor. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Ist, ja, guten Tag. Hallo. It's alive, that's bigger. Aha. Ich auch nicht. Was sagt ihr denn dauernd? Oder wollen wir dass reingehen? Ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Würdet Was? Ihr das glauben? Nun, Freunde, ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaft, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich.